Hallo Barbecue-Freunde, das Wetter ist wunderbar, wir sind im Garten und heute gibt es was Leckeres vom Grill. Hähnchen mit Alabama White Sauce. Für unser Hähnchen mit Alabama White Sauce habe ich mir schon die Hähnchenkeulen ausgesucht. Die esse ich sehr gerne. Die werden wir jetzt gleich würzen. Dafür habe ich einen Hähnchenrub, den habe ich selber gemacht. Was da genau drin ist, erzählen wir euch beim nächsten Video. Ihr könnt natürlich einfach den Rub nehmen, den ihr haben wollt. Ich fange damit an, indem ich die ganzen Hähnchenteile rundherum würze und dann 10 Minuten einfach liegen lasse. Unser Hähnchen habe ich vorbereitet. Das kann jetzt so 10 Minuten, 15 Minuten erstmal hier ruhen. Dann zieht der Rub ein bisschen an, wird feucht und läuft nicht mehr so einfach runter. Und unser Bacon Egg will ich auf ungefähr 180 Grad haben. Es ist indirekt, die Deflektorplatte ist drin. Ich mache keinen Smoke dabei, die Kohle reicht mir auf jeden Fall. Das hat 180 Grad, dann lege ich die Hähnchenteile alle rein. Und dann werden die da drin geröstet oder gegrillt, bis sie eine Kerntemperatur von knapp unter 80 Grad haben. Jetzt brauchen wir für unser Hähnchen noch die Alabama White Sauce und die kommt, wie der Name schon sagt, aus Alabama und da habe ich die auch das erste Mal gegessen, passend zum Chicken bei Big Bob Gibson Barbecue in Decatur in Alabama. Super leckeres Zeug, richtig gut, kriegt man auch überall zu kaufen, ist ideal für Hähnchen, aber auch für Schwein, Fisch oder zum Beispiel als Dressing für einen Salat oder irgendwie sowas. Wunderbar. Im Original ist da sehr, sehr viel Essig drin. Wir machen hier ein bisschen weniger rein, weil es ist hier für unsere Gaumen ein bisschen zu essiglastig. Aber es muss schon ordentlich sauer sein. Im Prinzip ist das eine mayonnaisenbasierte Soße. Ich habe hier ungefähr 300 ml Mayonnaise. Da kommt dann rein ein bisschen Meerrettich, ein bisschen was von meiner scharfen Soße. Dann natürlich Gewürze. Dann nehme ich einfach wieder hier unseren Hähnchenrub, den wir sowieso jetzt haben. Und dann Apfelessig kommt noch da rein. Ich habe hier so einen Apfelsaftessig, so was Spezielles. Man kann die ganze Soße hinterher, wenn die sauer genug ist und man möchte noch ein bisschen dünner haben, einfach mit Apfelsaft strecken. Funktioniert wunderbar. Wenn man die als Dip benutzen möchte, dann kann man sie ein bisschen dicker machen. Wenn man die so zum Glasieren nehmen möchte, so wie wir das jetzt gleich machen, dann ist es besser, wenn die ein bisschen dünner ist. Jetzt habe ich hier unsere Mayonnaise. Jetzt mache ich erstmal so 2-3 Esslöffel scharfe Soße rein. Weil ich mag es ja gerne ein bisschen fruchtig und ein bisschen scharf. Ihr könnt natürlich auch eine andere scharfe Soße nehmen oder einfach Chiliflocken, was immer ihr mögt. Dann habe ich hier Meerrettich, der ist schon gerieben aus dem Glas. Frisch gerieben ist natürlich perfekt, aber das hatte ich jetzt noch im Kühlschrank und habe mir gedacht, kann ich jetzt noch nehmen. Auch da so viel wie ihr wollt. Ich mache da ein bisschen mehr mit rein, ich finde das gut. Und es ist auch tatsächlich so, dass der Geschmack hinterher gar nicht so scharf danach ist, aber es passt wirklich wunderbar da rein. Ja, ein bisschen was zu unserem Hähnchengewürz. Im Original ist Salz und Pfeffer drin, aber Hähnchengewürz passt natürlich perfekt, weil wir es ja fürs Hähnchen nehmen. Ich sage auch mal so, 2 Esslöffel müssten das schon sein. Und dann habe ich jetzt hier Apfelessig und da kommt dann auch so ungefähr 100 ml müssen da aber schon rein. 100, 150, so um den Dreh. Es ist sehr essiglastig, aber das passt wirklich perfekt, zumal der Essig hinterher auch tatsächlich auf dem Grill noch ein bisschen verfliegt. Jetzt umrühren und dann... Wenn die Konsistenz da ist, wo man sie haben möchte, dann kann man die einfach so nehmen. Oder man macht halt noch ein bisschen Apfelessig, Apfelsaft oder Mayonnaise rein. So wie man es im Prinzip mag. Lässt sich sehr gut verteilen. Da sieht man schon, ist relativ flüssig. Aber weil ich ja die Hähnchen damit glasieren will und es nicht als Dip benutzen möchte, ist das schon ganz gut so. Ich werde jetzt gleich natürlich probieren. Die ganze Sache mit Salz, Pfeffer abschmecken. Und natürlich auch mit dem Essig. Mhm. Und wenn das Hähnchen dann ungefähr 80 Grad hat, knapp drunter ist, dann werden die damit glasiert.
unsere Hähnchen haben jetzt ungefähr 78 Grad, also genau da, wo ich sie haben möchte. Meine Soße ist fertig. Ich werde den jetzt natürlich öffnen, dann werde ich die Einzelteile in die Soße tunken, einmal richtig untertauchen, einmal kurz abtropfen lassen und dann gehen die wieder für 5 bis 10 Minuten zurück auf den Grill. Das ist halt die Glasur für unser Hähnchen und das wird wirklich hervorragend werden. Unsere Hähnchen sehen super aus, riechen fantastisch. Die können wir jetzt runternehmen, denn wir wollen sie jetzt ja gleich probieren. Ihr seht jetzt unsere fertigen Hähnchen, sehen wunderbar aus, absolut fantastisch, riechen richtig lecker. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen, geht ja wirklich ganz einfach. Ihr solltet es auf jeden Fall nachmachen, denn es schmeckt wirklich hervorragend. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, bis bald, euer Olli. Mmh.